Gegrüßt, liebe Leute, zu einem eventuellen neuen Format auf meinem Kanal. Da bin ich auch mal wieder sehr gespannt, wie das hier ankommt und ob ihr das Format weiterhin sehen wollt, dann auch eventuell als Serie. Fragt euch wahrscheinlich, Marini, du machst schon zwei Serien mit Mats Hummels und Miro Klose, ja. Allerdings neigen sich die beiden Serien langsam dem Ende zu oder zumindest eine, je nachdem, wie das halt ausgeht oder sich entwickelt in den nächsten Wochen. Kann es halt sein, dass eine der beiden Serien frühzeitig eingestellt wird, dann hätten wir Platz für einen Ersatz. Und deswegen heute mal die erste Folge, um zu sehen, wie das Ganze bei euch ankommt. Bei dem Star des Formats habe ich mich für den deutschen Kapitän entschieden, Michael Ballack. Es gibt Leute, die behaupten, Michael Ballack würde sich bewegen wie ein Bus ohne Räder. Ich habe gedacht, der Satz ist so bescheuert, daraus lässt sich eine ganze Serie machen. In dem Format tourt Ballack verschiedene Vereine ab, baut dort seinen Partybus ohne Räder auf, feiert mit denen ein bisschen, kickt ein paar Runden mit denen und sucht für mich neue Starspieler in FIFA. Eine richtig geile Kombination, wie ich finde. Und hier in der ersten Episode ist Michael Ballack mit seinem Bus ohne Räder in Spanien unterwegs. Wir befinden uns mit Balle auf Malle. So habe ich jetzt die erste Episode mal genannt. Wo kann man besser feiern als auf Mallorca? Und dazu reimt sich das so wunderschön. Ich stelle euch kurz mal das Team vor. Im Schnelldurchlauf. Wir haben im Tor Sergio Rico. Dann Pablo Maffeo. Railo. Valiant. Jaume Costa. Kubo. Salva Sevilla, auf den freue ich mich richtig schon. Mit dem wird man bestimmt sehr, sehr Spaß haben. Bataglia, Ndiaye, Micha natürlich mit seinem Partybus ohne Räder. Und im Sturm Muriqi, der eigentlich der wahre Bus ohne Räder ist, wenn ihr euch die Werte anguckt, Balance und Beweglichkeit. Auf der Bank haben wir noch absolute Legenden wie Manolo Reyna. Ich glaube, der Bruder von, wie hieß der Barber, früher von Schalke, da hat er auch in Mallorca gespielt. Dani Rodriguez, Kangin Lee, Ferninho, Achel und von Schalke geholt Matthew Hoppe oder Hoppi, wie auch immer. Das ist Michael Ballacks erste Station. Geplant ist, dass Michael Ballack mit seiner Partybus-Tour mit jeder Mannschaft zwei Spiele macht. Falls die Gegner quitten sollten, dann haben wir immer noch theoretisch ein drittes offen. Aber wir gehen jetzt mal davon nicht aus. Wir haben also zwei Spiele und da können wir insgesamt drei Sterne verdienen. Diese Sterne müssen wir in-game verdienen mit Aufgaben. Das Ganze ist natürlich jetzt erstmal so ein grobes Konzept. Wie das jetzt genau funktioniert, muss ich jetzt erstmal selber ansehen in der Episode. Und zwar der erste Stern, die erste Aufgabe, die wir meistern müssen, um den ersten Stern zu kriegen, ist, dass wir in den zwei Spiele mindestens drei Tore mit Ballack schießen müssen. Gespielt wird ganz normal im klassischen Spiel. Der zweite Stern können wir verdienen, wenn wir insgesamt mindestens zwei Torvorlagen mit Michael Ballack hinbekommen. Und der dritte Stern kann man immer damit verdienen, da kommt jetzt auch ihr ins Spiel, mit einer besonderen Challenge. Die könnt ihr euch selber ausdenken und mir zukommen lassen. Alles mögliche, was euch einfällt, könnt ihr mir zukommen lassen, mir schicken, falls ihr das zur Serie machen. Dann können wir durch eure Challenge einen Stern verdienen. Für die heutige Episode habe ich mir mal gedacht, komm, meine Kerndisziplin, wenn wir den dritten Stern kriegen sollen, ja, müssen wir eine Torvorlage durch eine Flanke hinbekommen. Und diese Sterne haben dann am Ende der Episoden immer eine Bedeutung. Dazu haben die Siege, die wir holen, also maximal zwei, auch eine Bedeutung. Aber dazu kommen am Ende der Episode, jetzt machen wir erstmal die beiden Spiele und dann seht ihr, wie man das mit den Sternen und Siege weiterverfahren. Ab ins erste Game. Und natürlich spielen wir auch in Malle-Outfits, ist doch klar. Wenn, dann machen wir es auch richtig. Erste Gegner haben wir im klassischen Spiel. Boah, das sieht wieder richtig böse aus. Mappe. Maldini jetzt im Sturm. Ja, das kommt durch. Kannst keine Chance.
Und Ballack. Ballack. Micha. Micha! Ballack. Gut, auf Amata. Wie der heißt, Ndiaye. Auf jeden Fall. Wir flanken einfach mal rein für die Challenge. Und. Oh! Era. Oh, passt einfach nach vorne. Mit A verläuft in die Mitte. Ja, jetzt ist er durch. Aber Sergio Rico hält. Wir schieben an. Wir schieben weiter an. Wo haben wir das gut gespielt? Micha! Unser Bus ohne Räder! Leipzig schüttet auch mal in Hummels sein Jubel aus. Aber er würde einfach so gut passen. Micha 1:1. Tja, da ist der erste Gegner weg. Nach nicht mal 45 Minuten, es war nicht mal Halbzeit. Ein Tor mit Ballack haben wir gerade mal hingekriegt. Versteht ihr? Und wir konnten jetzt einfach nicht weiterspielen. Wir hätten noch 45 Minuten lang Zeit gehabt, weitere Tore und Vorlagen hinzubekommen. Aber wir dürfen ja nicht, weil der Gegner hat gequittet. Von dem her heißt es natürlich auch, dass wir das erste Spiel gewonnen haben. Weil Quitt ist Sieg für mich, ganz klar. Deswegen wird es aber auf jeden Fall ein drittes Spiel geben, später. Aber jetzt erstmal ins zweite. Gegner Nummer 2 haben wir. Was hat er zu bieten? Okay, das ist schon mal durchaus weniger heftig als es eben. Der LM, keine Ahnung, was das für eine ist. Die Nation kenne ich nicht mal. Okay, Bastoni passt auch nicht rein. Der RF passt nicht rein. Kubo Valiant auf Kubo. Einfach mal laufen. Wir können auf jeden Fall mal antribbeln. Dann sehen wir schon, was möglich ist. Salva, sehr stark. So, Salva, knall die rein unter das Dach. Salva Sevilla. Wunderschön. Salva. Taglia. Und es ist Salva Sevilla. Ballack checkt ihn erstmal um, macht Knockout. Kann ich eine Vorlage mit ihm machen? Ja, erste Vorlage haben wir. Nein, quittet er, bitte nicht. Bitte nicht. Natürlich geht er einfach raus. Ach, Mano. Wie soll man da unsere Challenges erreichen? So, dritter Gegner. Wenn der jetzt natürlich A noch quittet, haben wir natürlich ein Problem. Da muss ich mal gucken, was ich dann mache. Halbe Leihspielermannschaft hat er. Adeyemi, Rice. Okay, alles. Aber irgendwie passt da nicht viel zusammen. Jetzt kommt Adeyemi, Maffeo. Jawohl. Salva sieht uns an. Micha. Micha. Micha! 1-0! Jemi, oh, Achtung, da kommt er gleich. Achtung! Aus, aus. Es sind ja auch noch zwei Gegner, das fällt mir ja gerade erst auf. Aber es sollte doch unsere Chancen erhöhen, Ballack! Oh, jetzt mal. Das ist die Riesenchance für uns. Komm, ich mach einfach auf Safe statt Flanke. Nicht mal das funktioniert, cool. Oh, haben wir. Schön gemacht. Micha. Micha! Jawohl! Erster Stern haben wir. Salva. Zack. Weiter. Muriki. Brauchen wir noch eine Vorlage. Das wär's. Muriki! Jawohl! Zweiter Stern. Befreit. Können wir die Linie lang. Wir bräuchten noch für den dritten Stern die Flanke. Ja, die Flanken, die ich bisher gebracht habe, die verpuffen alle. Ich zeige euch wieso. Oh, der kommt. Boah! Eine Ecke wäre natürlich auch eine Flanke. Also, da hätte ich nichts dagegen. Der kommt. Boah, knapp vorbei, Michael Ballack. Theoretisch können wir ja gegen die eigentlich sogar verlieren. Wichtig wäre halt nur die Flanke, weil wir haben ja schon zwei Siege. Wir können ja maximal nur zwei Siege erreichen.
Aber jetzt einfach, komm schon, lass er einfach reingehen, Mensch, bitte! War Salva dran? Wenn Salva dran war, dann zählt's nicht als Flanke. Er war dran. Okay. Ich glaube, wenn es ein Eigentor gewesen wäre, dann hätte es wohl gezählt. Salva mal bitte. Ich probiere es jetzt über links. Wenn Salva jetzt das Kopfballtor macht, dann fressen Besen. Salva! Jawohl. Salva durch auf Michael Ballack. Vielleicht können wir jetzt auf links unten flanken. Und er ist im Tor! Und das lasse ich sowas von als Flanke zählen, Jungs. Ey. Wir haben es geschafft. Matthew Hoppe von Schalke. Ey. Wir haben es geschafft. Wir können uns feiern. Geil, Mann. Gebt mir einen Longshot. Ein Longshot mit Salva. Nein, ihr Drecksäcke, ihr wirklich. Ohne Scheiß. Ich hätte doch gern einmal geschossen. So richtig einen Kracher rausgehauen. Och Mann, ey. Salva und Micha jeweils die 10,0er Bewertung, ey. Richtig heftig. Richtig geil. Wir haben insgesamt in den Spielen 3 Tore mit Ballack erzielt. Für den ersten Stern. 2 Vorlagen haben wir geschafft. Sogar in dem Spiel. Für den zweiten Stern. Und eine Flanke. Matthew Hoppe hat den Ball eingenickt. Für unseren dritten Stern. Wir haben alles erreicht. So, jetzt kommen wir zu dem Teil, wo ihr wahrscheinlich auch drauf wartet. Ich erkläre euch jetzt, für was wir die Sterne und die Siege jeweils verwenden. Wir können also maximal 2 Siege holen pro Folge theoretisch. Pro Sieg dürfen wir uns einen Spieler aus dieser Mannschaft aussuchen und dann mache ich ein separates Team auf, ja, und da setzen wir dann die Spieler hinein. So können wir uns ein richtig cooles Bus ohne Räder Serienteam aufbauen und damit am Ende spielen, sofern wir halt dann irgendwann genug Spieler haben. Das heißt, ich darf mir jetzt 2 Spieler von dem Mallorca-Team, Ballack natürlich ausgeschlossen, aussuchen, die dann in unser Bus ohne Räder All-Star-Team kommen. Und das seht ihr jetzt, hier unser All-Star-Team. Da setzen wir dann die ganzen Spieler rein, die wir dann bekommen. Also wenn wir halt kein Spiel gewinnen, kriegt man keinen Spieler. Wenn man ein Spiel gewinnt, kriegt man einen Spieler aus dem Team. Und wenn wir 2 Siege holen, dann natürlich 2. Ich habe mich jetzt zum einen aus dem Mallorca-Team natürlich für Salva Sevilla entschieden. Die absolute Legende. Was eine Maschine. Absoluter Leader. War neben Ballack mit Abstand der beste Spieler aus ganz Mallorca-Team. Und ja, und dazu habe ich mir den Hyperlink gegönnt mit Pablo Maffeo, mit Abstand wahrscheinlich der beste Spieler sonst noch, keine Ahnung. Der hat mir noch am besten mitgefallen von den anderen. War früher auch mal beim VfB Stuttgart unterwegs. Wurde da aber nicht glücklich. Ist dann wieder nach Spanien zurückgegangen. Und ja, jetzt ist er erstmal in unserem All-Star-Team gesetzt. So, haben wir das mit den Siegen geklärt. Dann springen wir jetzt auf den Transfermarkt. Dann erkläre ich euch das Sternprinzip. Hier sind wir auf dem Transfermarkt angekommen. Wir machen das so nach dem Prinzip der Hummelserie. Wir gehen dann auf den Transfermarkt und suchen uns unseren neuen Verein für die nächste Folge, sofern denn eine neue Folge kommen soll. Das entscheidet ja nach wie vor ihr. Wenn wir 0 Sterne oder 1 Sterne spielen, dann suchen wir nach Bronze. Wenn wir 2 Sterne spielen, suchen wir nach einem Silberspieler. Und wenn wir, wie in dem Fall wir, 3 Sterne erspielt haben, suchen wir nach einem Goldspieler. Ich mache das jetzt mal an einem Beispiel einfach von einem Bronzespieler. Ne, Bronze, scheiße, Silber. Als Beispiel Silber. Mal angenommen, wir haben jetzt 2 Sterne. Ja? Das erklärt sich von allein. Wir gehen einfach auf den Transfermarkt und nehmen einfach die erste Spieler und unser nächstes Team wäre zum Beispiel Y-Kombe oder Y-Kombi oder wie man das auch irgendwie ausspricht. Ja? Und bauen uns in der nächsten Folge dann so ein Team von der Mannschaft. Denkt jetzt nicht, oh, wenn Marine 3 Sterne erspielt, dann kommt er nur Scheiße bei rum. Also nee, muss dann nicht heißen, klar. Mehr Sterne heißt natürlich höhere Chance auf eine Top-Mannschaft für uns. Was auch heißt, bessere Spieler dann für unsere All-Star-Teams. Logisch. Aber es muss dann nicht heißen, dass trotzdem nur Scheiße kommen soll. Weil es gibt auch Bronze- und Silberspieler von relativ starken Clubs, wie zum Beispiel Real Madrid oder so. Man braucht da natürlich ein bisschen Glück. Genauso muss es ja nicht heißen, dass wenn wir 3 Sterne haben, wie jetzt,
dass wir dann auf den Transfermarkt gehen und wir wirklich jedes Mal irgendwie wirklich auch nach Madrid, nach Manchester oder nach Liverpool kommen oder weiß was ich wohin. Sondern es kann ja auch sein, dass wir, keine Ahnung, bei Schalke 04 rauskommen mit Terodde, wenn wir den halt kriegen, zufällig. Man weiß es nicht. Es erhöht halt nur die Chancen, die Anzahl der Sterne. Versteht ihr? Das ist trotzdem alles Zufallsprinzip. Aber jetzt suche ich natürlich nicht, weil sonst wäre das natürlich nicht spannend. Dann würdet ihr ja schon voraus wissen, zu welchem Verein wir dann gehen würden. Deswegen machen wir das zum Start der nächsten Episode. Jetzt liegt das Ganze natürlich an euch. Bitte gebt mir Bescheid, ob ihr dieses Format als Serie sehen wollt hier auf YouTube, ob ihr das ansehen würdet. Erstmal das, ja, nein. Bei ja, alles Mögliche an Verbesserungsvorschläge, was ihr Ideen habt, alles her damit. Alles her damit. Ich habe das Konzept jetzt einfach mal so über 2 Tage ausgedacht und so aufgeschrieben, die Ideen, wo ich hatte, und habe das jetzt einfach mal in der ersten Episode so umgesetzt. Denkt auch daran, dann die Challenges mir zu schreiben, was ihr für Vorschläge habt, für Ideen, immer für den dritten Stern, die mir dann erfüllen müssen, um den zu bekommen und so. Habe ich gerade so geschafft mit Flanke, haben richtig Glück gehabt. Ich bin da wirklich auf eure kreative Meinungen und Vorschläge gespannt. Vor allem, ich finde es auch natürlich auch wichtig, dass ihr auch weiterhin integriert seid in meinen Videos, dass ihr auch ein bisschen Mitspracherecht habt. Und ich finde es eine gute Idee und mir wird Spaß machen. Ich mache das rein aus Fun, zur Unterhaltung auch. Ja, dann bin ich soweit durch. Ihr wisst, was ihr zu tun habt. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Man hört sich zu einem anderen Video wieder. Macht's gut, haut rein und ciao.